da warte ich noch ein bisschen ab. Da will ich mich ein bisschen besser ausrüsten, Rüstung machen und so. Ja. Eventuell auch schon Diamantschwert und so. Kann man gleich ein paar Monster direkt schnetzeln. Wir brauchen dann eh Glowstone von dort, von den London Drop, die Lohnroute, damit wir dann noch einen Brauchstand auch machen können. Ja. Man, bis jetzt habe ich immer sehr wenig mit Tränken gemacht, das will ich jetzt ändern. Vor allem gibt es einen guten Trank dann für euch, den Nachtsichttrank. Weil ich dann wirklich größere Bauprojekte habe, wo ich dann auf Peaceful schalte, schmeiße ich mir den Nachtsichttrank ein und ihr seht dann gleich viel besser, ich brauche dann nicht immer Fackeln ausleuchten. Ja, Karotten hätten wir schon dann so, ein bisschen Gold noch. Aber der hält ja auch dann 8 Minuten an, wenn man ihn verlängert. So, das noch, den nehmen wir hier auch noch mit. Gleich jetzt ein bisschen mehr Holz sammeln. Da muss ich zwischendurch nicht nochmal gehen. So. So. So, den hier noch. Gut. Ach, ich nehme auch noch mit. Hier noch ein paar Setzlinge. Hier. Ja, ich will es allgemein ein bisschen größer und schöner machen. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Erde hier hinten brauchen. Ach, die bauen wir einfach hier ab. So. So, die Wüste mitten in der Landschaft brauchen wir eh nicht. Da haben wir da drüben beim Dorf genug. So. Gut. Ja, ich werde dann wahrscheinlich nächste Woche auch schon mal mit einem Super Nintendo Let's Play anfangen. Ja, man, bis das mal so ins Laufen jetzt kommt mit meinem Channel hier und bis da mal wirklich viele draufschauen und mit den Kommentaren, dachte ich mir, ja, ich will jetzt nicht so lange warten, bis dann wirklich mal genug Kommentare abgeben oder mir Nachrichten schreiben. Habe ich jetzt das Spiel einfach mal, hoppala, Schaufel weg, das Spiel selbst ausgewählt und ich glaube, da werde ich eh den Geschmack vieler treffen. Ich nehme Zelda A Link to the Past. Ich weiß, es ist ein sehr langes Spiel. Und da dachte ich mir, ja, werden sicher verdammt viele Folgen zusammenkommen. Und da werde ich dann 2 Folgen am Tag hochladen. Auch zu je so 15-20 Minuten. Je nachdem. Ja, ich meine, ich werde dann mal so 4-5 Stunden spielen, schauen wie weit ich komme. Muss auch sagen, ist schon, boah, ich glaube sicher 5 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe oder noch länger. Dann sehe ich, wie weit komme ich da in den 5 Stunden, schaffe ich viel, schaffe ich wenig. Eventuell lade ich dann sogar 3 Folgen hoch. Weil wäre schade, wenn ich dann wirklich, keine Ahnung, halbes Jahr darauf warten müsst, das Ende zu sehen. Und ja, ich will dann in der Zwischenzeit dann auch die anderen Super Nintendo Rollenspiel-Klassiker angehen. Und ja, wäre schade, wenn ich da dann auch warten müsste. Ja. Ja, ich hoffe, ich sterbe da nicht so oft. Mein Fluchlevel hält sich dann in Grenzen. Weil das geht ja dann relativ schnell, wenn man sehr oft an der gleichen Stelle stirbt. Ja. Ja, zur Not lernt ihr ein paar neue Schimpfwörter. Ja. Hätte es ja trotzdem was Gutes. Ach.
Schacht, ich nehme hier auch noch, wir brauchen ja eh genug Holz. Soll ja ein schönes großes Haus werden. Was ist denn hier? Noch eine Höhle. Scheint wohl sein Durchgang zu sein. Ja, ich schätze mal, sobald wir mit dem Haus fertig sind, müssen wir sowieso mal in die Höhle gehen. Eisen haben wir jetzt, glaube ich, noch mehr 15 Stück oder so. Ja, ich will dann auch schon mal die Diamantspitzhacke machen und nebenbei ein bisschen Obsidian sammeln. Ach, was das, das Eis nehme ich hier gleich mit, wenn sie schon so auf der Straße liegt. So, alles zu mir. Ne, war nur so ein Durchgang. Und ja, dann können wir uns schon mal den Zaubertisch machen, weil ich sehe, wir haben schon 23 Level. Dann könnte ich sogar schon mal die Spitzhacke verzaubern. Ist da was reingefallen? Nein. So, euch zwei auch noch. Ja. Und vielleicht bekommen wir ja gleich Glück dann. Geht das Rohstoffsammeln natürlich noch schneller. Ja, später will ich dann eh schauen, auch Behutsamkeit zu bekommen. Dann können wir auch Eis, Grasblöcke und das ganze Zeug abbauen. Ist dann vor allem für Wasserläufe sehr super, wenn unterhalb Eis ist, dann bewegt sich das Item, was ich weiß, glaube ich, zwei oder dreimal so schnell. Ist ja auch super, besonders dann in einer Monsterfalle, wenn die Monster dann schneller zum Ziel gebracht werden. Haben wir hier noch was Setzlinge? Ja, und ein paar Äpfel, sehr gut. Können wir auch alles gut brauchen, später zum Tränke brauen. So, da. Hier noch ein paar, hier noch ein paar, und dann ist eh schon wieder dunkel. Passt. Gut. So, bevor es noch nicht ganz dunkel ist, brauche ich ein bisschen Erde dran. Och. Noch ein Birkensetzling, den nehme ich gern. Vorstellung, wie ich das mit dem Haus machen werde. So, hier auf. Och, das war's dann eh schon. Das stört mich auch schon länger. Da hätte ich gern nur Gras davor. Schon aufs Feld. Och, das wächst ja sehr gut. Könnte ich natürlich auch hier ein bisschen ausleuchten. Stirb, du Schwein. Ein Enderman. Brauchen wir dann auch viele für die ganzen Enderpearls. Ja, genau. Das hier ist so ein kleiner Bug vom Snapshot. Sieht jetzt nicht wie eine Doppeltür aus, aber geht trotzdem so auf. Ja, ich hoffe, die fixen das noch. Oder ist es jetzt nur im Default so? Keine Ahnung. Ja, aber erstmal gute Nacht. So, und es ist morgen. Das Holz brauche ich mal nicht, die Setzlinge auch nicht, das ganze Zeug brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht, so. So mal, hopp, das will ich hier haben, was haben wir hier noch? Tropenholz. Na, gut, so. Ich würde sagen, Creeper, 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 kein Creeper, nur ein Enderman, der uns Erde stiehlt. Gut. So, das sollte dann stimmen, oder? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Gut. Fehlt da ein bisschen Erde noch? Nehmen wir sie hier. Ich will schauen, dass alles so gut wie möglich auf dem gleichen Level wie das Haus bleibt. Da gibt es hier allgemein nicht wirklich viel. Ach, was halt hier, das ist ja weiter weg vom Haus. So. Sammeln. Zurück. Ach, weg, Kühe. Ja, gerade rede ich noch von dir. Kleiner Schlawiner. Da. Aber Sprengpulver auch schon. Ach, du stirbst auch einfach. So. Schnabulieren wir mal das Zombiefleisch. Gut. Hopp, hopp, hopp. Erde. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ach, wir brauchen dringend Fisch. Jetzt haben wir schon 4 Katzen hier. 1, 2, 3, 4. So, nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt hier einer rein. Ja, ich weiß, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Glas kaputt machen, aber wir haben hier genug Wüste, also brauchen wir uns darüber keine Sorgen machen. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich das hier richtig? Ja. Gleich Fackel. So. Dann wieder 1, 2, 3, 4. Gehen wir noch 4 rüber. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Ich will, dass es ein bisschen symmetrisch bleibt. 1, 2, 3, 4, 5. So, da. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nicht sein, nein. So, dann 1, 2, 3, 4. Zwei, drei, vier, fünf. Gut, müssen wir jetzt eins höher gehen. Ja, so, 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 so. Ne, passt schon so. Und bevor ich hier sterbe, wir jedes Mal von runter springen. Schauen wir, ob wir irgendwas zum Essen haben. Einen Apfel würde ich ja ungern essen. Ach, wir haben hier so viel Zombiefleisch. Ich muss ja auch mal wissen. So. So, wo sind wir stehen geblieben? 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4. Machen wir da wieder eine Säule. 1, nein, 1 noch höher. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das werden wir dann alles noch mit Erde auffüllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt müssten hier genau 4 noch überbleiben. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So. Ach, nehmen wir den Sand einfach.